Wenn man jetzt dann den nächsten Schritt macht und sagt, okay, ich muss mal gucken, wofür wurde das Defense-System dann am Schluss entwickelt, kann man jetzt historisch an sich gehen. Ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen mit. Ich werde aber versuchen zu erklären, was man sich für Gedanken machen sollte, wenn man sich eben so ein System anguckt. Meistens werden die mit einfachen Bezeichnungen wie 6-2, 4-4, 5-2 eben ausgedrückt, was für die Linemen und die Linebacker steht, aber die haben halt alle auch eine tiefere Aussage, was das Grundsystem damit verursacht. Die haben alle Vor- und Nachteile. Historisch gesehen wurden die natürlich immer entwickelt aufgrund, dass die Offense irgendwas gemacht hat und okay, wir brauchen eine Waffe dagegen, also versuchen wir das dagegen zu stellen. 6-2 ist wahrscheinlich so das älteste Überbleibsel, was es noch so gibt. Was so nach der Zeit der Wing T rauskam, dass man halt möglichst ausgeglichen steht. Es war fast schon noch One-Platoon-Football, wo die Offense dann einfach die Defense gespiegelt hat am Ende. Daraus entstanden, dass einfach die äußersten Linemen weiter zurückgezogen wurden, damals als erster Schritt die 4-4, wobei heutzutage die 4-4 mit den Outside-Linebackern eher eine Art Strong-Safeties sind, die da auch mit auf dem Feld stehen. Genauso eine 5-2 Barefront. Wofür ist das gedacht? Wofür mache ich das? Ich gehe da gleich nochmal ein bisschen ins Detail, was die ganzen Systeme angeht. Aber auch fast immer der Fall, dass man gesagt hat, okay, das Ganze ist halt sehr run-heavy. Ich versuche das Ganze ein bisschen flexibler, variabler zu machen, weil die Offense halt auch immer mehr Receiver rausgestellt hat und dann auch 5-2-System wurde zum 3-4-System. Die Ends, die Outside-Linebacker da drin sind eigentlich auch eigentlich nur aufrecht stehende Ends im Zweifel. Die Inside-Linebacker aber trotzdem noch sehr, sehr heavy, lauflastige Spieler. Gibt es auch schon Varianten, wo das dann auch mit sehr, sehr leichten Outside-Linebackern gespielt wird. Dann, ja, 4-3-System, das dann da hauptsächlich dafür gedacht war, dass man halt flexibler wird, ein paar mehr Linebacker hinstellen. Also aus der 5-2 in die 4-3 auch. Aber immer noch drei True Linebacker auf dem Feld, also hat man da auch noch diverse Probleme, wenn man dann halt bestimmte Formationen trifft im späteren Verlauf. Und daraus eben auch die Nickel und Dime Defenses, also immer mehr Defense-Backfield-Spieler, je nachdem, ob die Situation es verlangt oder gleich sogar zu sagen, okay, 4-2 Personal von Anfang an drauf. Und dadurch eben durch die super Flexibilität durch noch mehr DBs auf dem Feld, aber eben auch klare Nachteile. 46 Defense nur mal als Beispiel einer etwas anders denkenden Defense, gehe ich gleich auch nochmal ein bisschen drauf ein. Genau, und 3-3-5, 3-5-3. Ja, Attack Defense kann man auch lesen, spielen, werde ich auch nochmal im Detail drauf reingehen, wobei das Lesende wahrscheinlich eher die 3-4 ist. So generelles Konzept, grob, was man damit anfangen kann, aber auch Vor- und Nachteile. So, einmal als Großüberblick. 6-2 sehr run-heavy, natürlich super unflexibel, was das Passspiel angeht. Sei denn, man fängt dann an, mit seinen großen Heavy Outside Linebacker Ends zu droppen. 4-4 schon wesentlich flexibler vom Adjustment her, aber man muss halt sehr, sehr besonderes Personal haben, wenn man das machen will, heutzutage zumindest. Damals waren es halt 4 True Linebacker. Heutzutage hat man mit den zwei Outside Linebackern eher Strong Safeties auf dem Feld stehen und dadurch wird es halt sehr schwer, genau diese Hybriden zu finden, die sich an der Edge bewegen können, aber gleichzeitig auch noch covern können in irgendeiner Form. 5-2 Run-Heavy, großes Ziel, eigentliches Ziel davon ist wirklich nur, alle Linemen zu matchen, keine Double Teams mehr zu generieren. Und wenn ein Double Team ist, haben wir an der Line of Scrimmage gleich einen Lineman frei. Dadurch aber trotzdem sehr wenige Optionen gegen den Pass. Wir haben am Ende nur noch 6 Leute, die irgendwie mit dem Pass spielen können. Das reduziert die Möglichkeiten in der Coverage ungemein. Dann 3-4-Systeme, die daraus dann entstanden sind. Also einfach Ends zurück, ein bisschen flexibler, ein bisschen variablerer Spieltyp. Ganz klarer Nachteil, weniger Downlinemen, wenn man jetzt gegen zum Beispiel Tight End Fronts steht, mache ich gleich nochmal visuell, hat man auf jeden Fall den Nachteil, dass wenn ein Tight End da ist, man drei Double Teams möglich macht, es sei denn, man stellt die Linebacker an die Line of Scrimmage, aber der Nachteil ist da auch eindeutig. 46 Defense zeige ich gleich nochmal grafisch. Ist auf jeden Fall gegen Pulls, Traps, gegen fast alle Pass Protections sehr gut, weil man die eine Seite der Line überlastet mit Linespielern und dadurch sofort One-on-Ones generiert auf 4 Line-Positionen. Nachteil ist großer, dass man sehr viele Defender an der Loss hat.
Werde ich gleich nochmal grafisch darstellen. Dann so das heute ja nicht mal mehr gängigste System, die 4.3, wo man eben aus den ganzen Fünferfronten und 4.4 eben rausgegangen ist, hat gesagt, okay, ich will trotzdem noch ziemlich stabil vorne sein, aber immer noch ausgeglichen insofern, dass ich dann halt drei Linebacker habe. Da hat man aber natürlich auch seine Grenzen, was Formationen angeht, gegen Chubbs und zwangsläufig gegen Empty, wenn man nämlich wirklich 4.3 Personal hat und nicht 4.2 mit dem Nickelback drauf, dann hat man halt auf jeden Fall zwei Linebacker irgendwo im Open Space stehen, die eigentlich One-Defender sind. 4-2-System, wesentlich flexibler, was Formationen angeht, dadurch aber auch natürlich anfälliger gegen alles, was 11, 21, 22 Personal, 11 auch anfälliger dagegen, weil man halt auf jeden Fall einen Defense-Back mit in die Box holen muss, spätestens dann bei den Personalgruppen. 3-3 mache ich nachher noch, gehe ich nachher nochmal die Dirf ein. Sind wesentlich mehr Pressures möglich. Man kann sich selbst auswählen, an welchem Punkt man den Point of Attack als Defense Coach setzen möchte. Also man kann wirklich noch mehr Leute an den möglichen Point of Attack bringen. Wesentlich mehr Perimeter-Spieler auf dem Feld. Zwei Strong Safeties im besten Fall, die dann auch eben in beide Richtungen machen können, aber natürlich ganz klar, wie schon gesagt, auch in der 3-4 wieder in der 3-3 anfälliger gegen Lauf, 11 Personal, 3 Double Teams möglich. Da muss man halt auch aufmerksam, wann und wie und wo was einsetzen möchte. Dime Defense, also 4-1 oder 3-2, je nachdem aus welchem System man da rauskommt. Klare Passsituationen, super situativ, muss man wissen, wann und wie und wo man das einsetzen möchte. Und ob man dann natürlich die Zeit hat, genau das auch noch on top zu coachen, im Vergleich zu dem, was man halt den ganzen Rest, den man halt machen möchte. Ganz wichtiger Punkt, den ich heute auch machen möchte. Das sind alles nur so ganz grobe, ich sag mal, Konzeptideen. Das ist ja nicht mal in die Tiefe gegangen und das ist aber ein ganz wichtiger Faktor, den ich auch mal klar machen möchte heute. Man kann schöne und viele Dinge sich überlegen. Man muss sich aber auch immer klar sein, dass das Ganze echt, also das gibt's ja nicht erst seit gestern und viele Leute haben sich da echt viele Gedanken drüber gemacht, wie man das System dann auch knacken kann. Klar, 4-3 ausgeglichen gegen Pass und Run, aber mit schon alleine nur einer Spread Formation kann ich einen der Outside Linebacker in Bredouille bringen, je nachdem, oder ich muss auf jeden Fall eine taktische Lösung dafür bringen, dass ich erstmal zwei Outside Linebacker an der Stelle in irgendeiner Form in die Coverage bringe oder ich gehe in Man-Coverage. Also da muss man sich schon bewusst sein, was man denn da für eine Lösung anstrebt. Genauso spätestens, wenn ich den zweiten Linebacker aus der Box rausnehme von den dreien, habe ich einen Gap nicht gecovert und dann muss ich halt mir Optionen und Variablen überlegen, wie kann ich das denn machen. Ne? Weak Side ISO, ganz groß, wenn mir noch ein Fold-Block dazukommt, dann kann da schon Achterbahn sein. Man muss sich halt dessen bewusst sein, dass man dafür eine taktische Lösung braucht für die ganze Situation. Einer ist verkraften, beim zweiten haben wir ein Problem. Und selbst wenn der in irgendeiner Form taktisch noch in der Box gehalten werden kann, dann kann der Quarterback selbst auch noch die Füße in die Hände nehmen. Und spätestens dann muss man halt auch da eine Lösung für haben. Insofern schön und gut, so ein Konzept als Ganzes einfach mal hinzumalen. Aber man muss halt schon nur als Beispiel dafür sich Gedanken machen, okay, bis wohin funktioniert denn das Ganze? Und wo sind denn die Schwachstellen am Ende? 3-4, auch nochmal grafisch ganz klar flexibel. Man kann oben drüber mit den ganzen Linebackern spielen. Man muss die eben nicht alle hier in die Mitte stellen, aber nur als Beispiel auch gebracht. Eben gesagt, 11 Personal. Ich habe potenziell sofort 3 Double Teams an der Line of Scrimmage, wenn ich nicht taktisch darauf reagiere. Also muss ich mich in dem System halt nicht nur darum kümmern, dass ich meine Front hinstelle, dass die ordentliche Alignments haben, sondern eben auch Adjustments für die Situationen, die dann entstehen können. Auch, es muss spezielles Personal vorhanden sein. Die zwei Inside-Linebacker müssen zwangsläufig ziemlich heavy Jungs sein, weil die sich auch zwangsläufig dann irgendwann mit Linemen auseinandersetzen. Das kann den Outsides genauso passieren, aber die braucht man genauso dann auch in der Coverage. Also es ist schon eine spezielle Art von Personal, genauso in der Line selber. Weil die Gefahr des Double Teams halt wesentlich höher ist, da muss man sich bewusst sein, okay, ich brauche ganz bestimmte Menschen. Den Punkt mache ich nachher nochmal, aber es ist halt wirklich unglaublich wichtig. Man sagt immer so, ja, ich habe zwei schwere Jungs, aber die, im Schleim, wir sind nicht die NFL, aber die NFL macht es ja nicht umsonst so, dass sie ihre Menschen durchmessen und runterskalieren auf Werte und dann wissen, okay, der Mensch kann das vielleicht oder kann das vielleicht nicht tun. Natürlich kann sich das nicht jeder aussuchen, aber das System, was man spielt, das kann man sich aussuchen. Wenn man eben das Personal dafür nicht hat, was da nicht passt, muss man halt gucken, dass
dass man nichts tut, was man sich nicht auch personaltechnisch leisten kann. Genau, 5-2 auch schon erwähnt. Erstmal sofort sichtbar, ich habe überall One-on-One-Situationen, das heißt, in der Theorie ist der Defense-Liner sofort im Vorteil, er muss nur einen halben Menschen spielen, keinen ganzen Menschen. Sehr run-heady Verteidigung, aber auch genau hier dasselbe, wenn ich jetzt plötzlich mal Spread Personal sehe, oder Spread Formation, dann wie reagiere ich darauf? Müsste ich jetzt schon in Man-Coverage gehen, damit ich die Backside wegnehmen kann? Ansonsten habe ich hier eins der Gaps jetzt schon uncovered in der Theorie. Wenn ich Spread habe, müsste ich sogar beide vielleicht für die Coverage rausnehmen, nachdem was ich dann darüber machen möchte. Geht das denn überhaupt dann noch? 3-3-3, da oder auch fürs 3-4-System, was möchte ich denn spielen? Bin ich in einer Attack oder bin ich in einem Read-System? Das werde ich gleich nochmal ein bisschen grafischer machen, aber man muss sich halt da schon sehr deutlich sein. Auch hier, ich bin wesentlich flexibler, nicht nur mehr Linebacker, sondern halt hier auf zwangsläufig die Defensive Backs oder Strong Safeties, die auf den beiden Outside-Linebacker-Spots stehen. Genauso wie in der 3-4, dasselbe Problem, mehrere Double-Teams möglich sofort. Möchte ich das Attack spielen, nehme ich davon Teil raus, dadurch werde ich aber wesentlich anfälliger gegen Gap-Splipper wie Pull, Trap und Counter, wenn ich alles gleich in eine Gap schicke und eben nicht mehr on top spielen kann. Genau, 46-Defense. Auch hier nur durchs Alignment, dass man eben alles ein rüberschiebt zur Weakside. In dem Fall ist man gegen Pull und Trap auf jeden Fall unanfälliger. Man hat eben überall die 1-zu-1-Situation. Wenn ich einen davon pulle von der Seite mit den Linemen, werde ich auf jeden Fall keinen haben, den abzufangen, weil eben jeder schon die 1-zu-1-Situation hat. Man braucht schon sehr, sehr spezielle Spieler dafür, weil die ganze Situation auf der Strong Side von auch wieder sehr physischen Linebackern gespielt werden muss, die dann auch angreifen. Ebenfalls sehr gut gegen Protections, weil man sofort die 1-zu-1-Situation hat, mindestens von 4 Offense-Linern. Und das sofort ein Vorteil ist für jeden Defense-Liner, dass da eben die Protection eben nicht aushelfen kann, sondern sofort 1-zu-1-Situation geschaffen wird. Nachteil sieht man hier deutlich. Das sind halt wesentlich mehr Leute an der Line of Scrimmage, weil man sie hier auch mit den Linebackern kontrollieren muss. Insofern ist sie dann halt auch anfälliger für weite Formationen und alles, was Richtung Außen geht, weil eben in dem Fall nur 2 Leute wirklich on top zu beiden Seiten spielen können und der Rest halt wirklich in den Block sofort steht. Muss man wissen, ob man das will oder nicht. Genauso Nachteil, man ist sofort mit den meisten Defense Backs in einer 1-zu-1-Situation, was jetzt auch nicht den ganzen Tag, wenn man die physisch überlegenen Vollathleten hat, die das auch athletisch hinbekommen, ist das gut. Wenn nicht, sollte man sich das halt auch überlegen. Hat Vor- und Nachteile, das zu tun.